wie sie es schaffen, ihre Stimme jung zu halten und was sie beim Singen im Alter beachten müssen. Ich zeige Ihnen hier in diesem Video praktische Tipps und kläre auch ein paar Mythen auf. Was ganz wichtig ist hier erstmal als Disclaimer. Ich bin jetzt natürlich nicht ganz so alt, ich bin relativ jung, 35 Jahre alt, aber ich habe natürlich auch Unterricht gehabt bei Gesangslehrerinnen, vor allem die schon ins Rentenalter oder heute im Rentenalter sind und immer noch eine grandiose Stimme hatten oder auch mal Meisterkurse besucht und habe halt gesehen, wie das aussieht, wenn jemand bestimmte Techniken anwendet, dass die Stimme auch mit 70 noch so klingt wie bei einer jungen Mieze. Oder ich habe auch schon das Gegenteil gesehen, dass Stimmen 60 sind oder 55 und schon komplett kaputt sind. Auch bei Professionellen, vor allem Sängerinnen, ne? Bei Frauen ist die Stimme auch noch mal meistens empfindlicher, aber auch bei Männern gibt es so Tücken. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie solche Sachen hören, wie zum Beispiel Stimme im Alter und Umgang, und diese Person ist auch in einem fortgeschrittenen Alter, tun Sie mir einen Gefallen, besonders im deutschsprachigen Raum, weil es läuft, ich darf keine Namen sagen, wegen Datenschutz auch, aber es läuft eine Person rum mit einem ziemlich hohen Titel, die behauptet, sich mit älteren Stimmen auszukennen, kann selber aber nicht singen, ist durch ihren narzisstischen Charakter und politische Kontakte ziemlich weit nach oben in dieser Branche gekommen. Aber Sie müssen sich keine Sorgen machen, denn Sie müssen einfach nur sehen, wenn jemand, sage ich mal, so über 70 ungefähr ist und das behauptet, fragen Sie mal, gibt es von Ihnen Aufnahmen? Können Sie mal vorsingen? Ist Ihre Stimme wirklich so das, was Sie da so anpreisen? Und wenn nein, dann wissen Sie, das ist dann diese Person. Also wirklich ganz, ganz doll aufpassen und immer testen, immer hinterfragen. Warum mir das so ganz am Herzen liegt, weil ich eben Unterricht hatte bei dieser Person und ein phoniatrisches Attest hatte, dass meine Stimme kaputt ist und nicht wieder reparabel. Ich könne keine Sängerin mehr werden. Aber zum Glück habe ich dann die Opernsängerin Sylvia Greenberg kennengelernt, die meine Stimme dann gerettet hat und alles ist dann wieder gut geworden. Und eben sie ist zum Beispiel auch in Rente und hat immer noch eine fantastische Stimme. Und mit dieser Stimme kann sie auch noch problemlos wunderschön auftreten. Was das Wichtigste ist zu wissen, viele glauben, besonders Laien im Chor zum Beispiel, dass man mit dem Alter dann die Stimme verliert, man wird immer tiefer und es wird alles einfach schlechter. Und dieser Effekt, natürlich gibt es eine Alterung der Stimme, natürlich kann man mit 100 nicht mehr so singen wie mit 30, aber der kommt viel später, als Sie glauben. Also, dass Sie merken, oh, Sie kommen nicht mehr so in die Höhe, ja, wenn Sie Laie sind, ab 75, würde ich mal sagen, aber nicht ab 55. Eines der wichtigsten Punkte da ist der verspannte Kiefer. Wenn wir ganz leichten Stress haben und es reicht wirklich nur, täglich zur Arbeit zu gehen, wir müssen nicht irgendwie Top-Managerin sein dafür oder Top-Manager, die Stimme, der Kiefer wird halt immer steifer und diese Muskulatur hängt sehr stark mit der Kehle zusammen. Und Sie können ja gerne mal in meinem Blog schauen zum Thema Anatomie, da sieht man das so richtig schön, wie die Muskelstränge miteinander arbeiten. Und wenn ich nicht wirklich so ganz locker so machen kann und beim Singen auch wirklich weich bin, wie Ihr Hund zum Beispiel, der ist das ja, dann wird die Stimme natürlich immer fester, immer steifer, es kommt immer mehr von der Kehle. Und deswegen wird die Verbindung zum Körper auch immer schwieriger sein herzustellen. Und wenn Sie das hinkriegen, wenn Sie den Kiefer locker hinkriegen, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Da können Sie auch direkt Übungen machen, wie zum Beispiel. Ich würde zum Anfang sogar den Kiefer bewegen. Ich zeige Ihnen das da ein bisschen. Ja.
Stimme kommt nie wirklich von da, sondern ist immer vom Körper verbunden. So wie wenn ich w oder s oder r mache, da gibt es ganz unten eben diesen wichtigen Impuls. Sonst wäre es ja. Davon geht die Stimme natürlich mit dem Alter sehr schnell kaputt und auch noch viel früher. Je höher sie nun werden, desto wichtiger ist es, den Kiefer auch loszulassen. Sie merken also, ich wiederhole das in vielen Videos, es geht jetzt auch um das Verlernen, nicht immer nur um Lernen. Denn was ist, was passiert, wenn wir Stücke singen, die jetzt von der Höhe her, das passiert ja besonders in der Höhe, diese Kieferkrämpfe, etwas anspruchsvoller sind, dann neigen die meisten dazu, den Kiefer festzumachen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir einen hohen Ton haben und den Kiefer ganz steif nehmen, das heißt überall hier drücken und quetschen, dann kriegen wir kurzfristig den richtigen Ton rausgepresst. Aber das führt natürlich dazu, dass wir die Höhe verlieren. Es klingt nicht nur schlecht, es macht auch langfristig die Stimme kaputt und man verliert eben dann die Höhe daran. Deswegen unbedingt eben lieber mal solche Übungen machen. Und die Höhe dann erreichen, wenn wir neben Weihnachtsoratorium, dann müssen wir ja auch das hohe A und. Na, also wenn Sie hier den Kiefer locker haben, und das können Sie ja auch so spüren beim hohen A als Sopranistin jetzt gesehen, dann wird die Stimme dann nicht kaputt gehen. Wenn das aber fest ist, dann wird dieser Alterseffekt dann ziemlich schnell, je nach Stimmtyp, dann auftreten. Eine weitere sehr, sehr wichtige Sache ist die Haltung. Die wenigsten Leute, schauen Sie mal unter Ihren ganzen Bekannten ab 50, die meisten haben schon so einen Rundrücken oder sind einfach faul. Ein absolutes No-Go für die Stimme. Sie müssen immer eine aufrechte Position haben, eine gesunde, gute, schöne Haltung. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern ist wirklich essentiell für die Stimme. Dieses, ach, ich bin mal ein bisschen faul, dann natürlich wird Ihre Stimme dann auch schneller altern. Auch ganz spannend, rufen Sie mal eine Opernsängerin an, die 70 Jahre alt geworden ist, zum Beispiel, Sie werden es an der Stimme nicht hören. Aber bei den meisten Menschen, die eben ab 50 ist, hört man schon so ein bisschen die Omi raus. Leider auch bei vielen, die schon 25 sind und noch im Studium, fangen die Stimmen an zu kratzen. Auch ein Grund der Haltung. So, wenn wir jetzt singen und Sie sind dann noch nicht ganz gut dabei, dann gibt es zwei Tipps. Einmal, wenn Sie die Daumen nach außen nehmen, das kann man hier jetzt nicht ganz so sehen, aber so die Daumen, dann macht die ganze Körperhaltung dieses hier, also von hier nach da. Und so einmal singen und während Sie singen, versuchen Sie den Nacken so zu bewegen. Denn wenn er steif ist, dann wird aufgrunde des steifen Nackens die Höhe irgendwo abbrechen. Dieses, ne? Und da können Sie gerne die gleiche Übung nehmen, kann man ja bei allen Übungen. Und dann eben. Einer gewissen Höhe können sich hier nicht mehr so, nicht groß, ne? Kleine Bewegung machen Sie da. Ja! Der Nacken kann sich nicht bewegen, dann wissen Sie, es liegt eben hier an der mangelnden Bewegungsfähigkeit. Und wenn Sie das im Griff haben, dann wird Ihre Stimme dann auch locker. Das liegt vor allem daran, dass Sie sich daran gewöhnt haben, in der Höhe eben festzumachen. Und das ist eben der Trick daran. Weiter geht's. Nicht nur, dass die Höhe abnimmt irgendwann, sondern die Stimme könnte auch anfangen, so zu wobbeln.
Da gibt es einen Trick, wenn Sie merken, Sie haben so dieses, versuchen Sie so eine Bewegung zu machen. Denn es ist letztendlich ein Fehlen der gesamten Körperspannung. Je besser Ihre Korrelation ist mit der Luftführung, desto besser oder desto gleichmäßiger wird auch Ihr Vibrato sein. Das war schon wieder ein Tipp. Langfristig gesehen werden Sie, wenn Sie eine schiefe Haltung haben, das niemals schaffen, rein mit daran zu denken, gerade zu stehen, wirklich gerade sein. Innerhalb der nächsten Minute werden Sie immer weiter nach unten gehen. Sie brauchen Krafttraining. Denn ohne Krafttraining nehmen die Muskeln ab und auch unten wird es einfach schwieriger zu bedienen und überhaupt im Alter bauen die Muskeln ab. Die Natur schafft uns ab. Sowas ähnlich Fieses hat, glaube ich, Werner Kieser mal gesagt. Ich muss mal schauen, dieser Zitat, die Natur braucht uns nicht mehr und zack. Und durch eben Krafttraining können wir uns wieder aufbauen. Dazu gerne ein Video schauen, das ich gemacht habe, nochmal über Kiesertraining und dem Thema Beckenboden. Wir müssen vor allem beim Singen viel lernen, viel loslassen, nicht wie beim Krafttraining dieses Festhalten, aber die stabile Muskulatur und die gute Haltung helfen uns natürlich bei der Umsetzung ungemein. Das waren jetzt einige Tipps zum Thema Stimme jung halten. Wenn es Sie noch tiefgründiger interessiert, schauen Sie gerne vorbei beim Komplettset von Stimmbildung Online. Dort sind natürlich alle Aspekte der Stimmbildung aufgelistet, die ich auch mit Ihnen durchgehe. Denn je besser Ihre Stimmtechnik ist, je mehr Sie gelernt haben, praktisch und umsetzen können, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie im Alter eine gesunde Stimme haben. Denn alles, was ich beibringe, habe ich auch gelernt von eben Professorinnen, vor allem eben von meiner Professorin Sylvie, die auch im Alter noch eine fantastische Stimme hat. Ich freue mich, Sie im nächsten Video zu sehen. Abonnieren Sie gerne diesen YouTube-Kanal und stellen Sie mir auch Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal und schöne Grüße aus der Hansestadt Lübeck.